Der Bürgerversammlungsbereich 15, um den es heute geht, umfasst die Stadtteile Langwasser, Messe, Neuselsbrunn, Rangierbahnhofsiedlung und Zollhaus. Insgesamt leben im Bürgerversammlungsbereich 15 derzeit knapp 38.000 Bewohnerinnen und Bewohner. Das sind etwa 3.000 weniger als noch im Jahr 1980. In die Wohngebiete des Stadtteils sind damals vor allem junge Familien mit ihren Kindern gezogen. Heute sind die Kinder aus dem Haus und in den gleichen Wohnungen leben weniger Menschen. So ist die Bevölkerung allein in Langwasser Süd seit 1980 um ca. 5.000 auf 18.000 Einwohner zurückgegangen. Die Rangierbahnhofsiedlung als traditionelle Wohnanlage der Eisenbahner blieb von dieser Entwicklung ebenfalls nicht verschont. Auch hier ist die Wohnbevölkerung um etwa 1.000 Personen auf nun ca. 4.000 zurückgegangen. Auf dem rund 3,2 Hektar großen Gebiet Langwasser T entstehen seit Oktober 2015 bis zum Jahr 2023 rund 160 Geschosswohnungen und rund 60 Eigenheime. Teilweise konnten die neuen Zuhause bereits bezogen werden, andere befinden sich noch in Bau oder erst in Planung. Auch auf der Fläche des alten Langwasserbads, dem Gebiet Langwasser Z, werden Wohnungen entstehen. Die Bebauung orientiert sich am vorhandenen Baumbestand. Für notwendige Fällungen wird ein Ausgleich geschaffen. Ab dem Jahr 2019 werden die Vorbereitungen für den Bau beginnen. In der Neusalzer Straße entstehen 36 Mietwohnungen, davon die Hälfte im geförderten Wohnungsbau und 4 Gewerbeeinheiten. Der Baubeginn ist im März 2019 und der Bezug dann im September 2020 geplant. Dieses Projekt der WBG ist ein Modellvorhaben des experimentellen Wohnungsbaus der obersten Baubehörde. Als Auftakt zur Weiterentwicklung des Quartiers Langwasser AB an der Reinerzer Straße hat die WBG die Anwesen Reinerzer Straße 45 bis 51 modernisiert. Bis 2026 werden die vorhandenen Gebäude in unterschiedlicher Weise modernisiert, umgebaut, aufgestockt und durch Neubauten ergänzt. Die WBG lud die Bürgerinnen und Bürger bereits zu einer Informationsveranstaltung über das Quartierskonzept ein. Über die Einzelprojekte werden die betroffenen Mieterinnen und Mieter erneut rechtzeitig informiert. Die Halle 3C ist der neue Blickfang an der Südwestecke des Messegeländes. Sie hat eine Ausstellungsfläche von 9.600 Quadratmetern. Zur Consumenta Anfang November 2018 zogen mit der Erfindermesse Jena und dem Technikfestival Hack and Make die ersten Messen in die neue Halle 3C ein. Die weltweit agierende Nürnberger Hoffmann Group möchte an der Poststraße ein neues Logistikzentrum errichten, in dem Qualitätswerkzeuge konfektioniert werden. Der Bauantrag befindet sich noch in der Prüfung. Umweltrelevante Rahmenbedingungen wie der Waldausgleich wurden bereits mit dem Unternehmen geregelt. Nach der Erneuerung der Gebäudehülle wird das Gemeinschaftshaus Langwasser nun innen komplett saniert. Auch dank eines neuen Aufzugs wird das Gemeinschaftshaus künftig barrierefrei. Außerdem werden die Gaststätte samt Kegelbahn und Außenanlagen erneuert. Während der Bauarbeiten bleibt das Gemeinschaftshaus geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einem Büro in der Breslauer Straße 350 weiterhin für den Stadtteil aktiv. Die Gesamtkosten betragen rund 12,7 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern fördert die Maßnahme mit knapp der Hälfte. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Frühjahr 2020 geplant. 6 Busbahnsteige sowie eine Bedarfshaltestelle in Langwasser Mitte und die Bushaltestelle Langwasser Süd wurden barrierefrei ausgebaut. Dafür wurden die Bussteige und die daran angrenzenden Geh- und Radwege angehoben, um ein stufenloses Einsteigen in die Busse zu ermöglichen. Für Sehbehinderte wurden Leitstreifen in den Boden eingefügt. Die Baumaßnahmen sind Teil des Projekts Barrierefreies Bayern bis 2022. Die Kosten betrugen etwa 880.000 Euro. Der U-Bahnhof Scharfreiterring wurde als erster von mehreren U-Bahnhöfen nicht nur technisch, sondern auch optisch modernisiert. Der U-Bahnhof ist nun übersichtlicher und heller. In einer Fahrgastbefragung verbesserte sich die Bewertung des erneuerten U-Bahnhofs Scharfreiterring von einer 3- auf eine 1-. An der Einmündung der Ursula-Wolfring-Straße in die Karl-Schönleben-Straße wurde im Juli 2018 eine neue Ampelanlage errichtet. Sie dient der sicheren Anbindung des neuen Wohngebiets Langwasser T sowie zukünftig des Neubaus der Bertolt-Brecht-Schule an die Karl-Schönleben-Straße. Zurzeit kann darüber bereits der Baustellenverkehr sicher abgewickelt werden.
2017 wurde die neue Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße in Betrieb genommen. Das Gebäude bietet Platz für 400 Schülerinnen und Schüler, 200 Kinder können im Hort und 80 in der Mittagsbetreuung betreut werden. Insgesamt wurden rund 24 Millionen investiert. Die bisherige Grundschule an der Karl-Schönleben-Straße wurde abgebrochen, das bisherige Haupthaus an der Zugspitzstraße wurde zur Dependance. Mit dem Umzug in das neue Gebäude erhielt die Schule einen neuen Namen, Gretel-Bergmann-Schule. Der Neubau der Gretel-Bergmann-Schule war der erste Schritt für die Errichtung des kooperativen Schulzentrums Bertolt-Brecht-Schule. Das neue Schulzentrum entsteht nördlich des bestehenden entlang der Karl-Schönleben-Straße. In Kürze beginnt die WBG Kommunal mit ersten Erschließungsarbeiten. Die Grundsteinlegung ist für das zweite Quartal 2019 vorgesehen. Die Sportanlagen der Bertolt-Brecht-Schule wurden bereits für 1,1 Millionen Euro erneuert. Ebenfalls im unmittelbaren Umfeld der Bertolt-Brecht-Schule baute die WBG Kommunal den neuen Bundesstützpunkt Taekwondo. Das Trainingszentrum dient dem Vereinsnachwuchs sowie der professionellen Fortbildung der Leistungssportler und ist bisher einzigartig in Deutschland. Die Kosten von rund 3,8 Millionen Euro werden von der Zukunftsstiftung der Sparkasse Nürnberg mit 750.000 Euro gefördert. Den Rest teilen sich der Bund und der Freistaat Bayern. Auch an der Zugspitzstraße hat sich in diesem Schuljahr viel getan. Bereits im Sommer 2017 wurde mit dem Neubau der Turnhalle durch die WBG Kommunal begonnen. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2019 vorgesehen. Neben der Zweifachsporthalle wird ein Musiksaal, ein Computerraum, ein Gruppenraum und eine Aula errichtet. Insgesamt werden vom Freistaat Bayern bezuschusst rund 7,3 Millionen Euro investiert. Auch die Außenanlagen wurden für 165.000 Euro neu gestaltet. Der alte Jugendtreff Langwasser Container in der Karl-Schönleben-Straße 70 ist durch einen Neubau ersetzt worden. Seit Anfang 2018 werden hier offene Angebote für junge Menschen gemacht. Das Tonstudio stellt ein besonders attraktives Angebot dar und unterstreicht den Schwerpunkt Musikförderung für junge Menschen. Seit September 2017 gibt es im Sonderpädagogischen Förderzentrum Langwasser das Frühstücksprojekt des Vereins Brotzeit e.V. Circa 50 Kindern wird jeden Morgen vor der Schule im neuen Frühstückszimmer ein liebevoll angerichtetes Frühstücksbuffet angeboten. Das Angebot wird von ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren gestemmt. Auch in der Georg-Ledebur-Schule profitieren jeden Morgen 45 Schülerinnen und Schüler vom kostenlosen Frühstücksangebot des Vereins Brotzeit e.V. Auch darüber hinaus ist in der Georg-Ledebur-Schule viel geboten. Zwei musikalische Angebote, Mubikin für die Grundschule und Klasse Impuls für die Mittelschule, sind sehr beliebt. Eine Schulradiosendung wird alle 14 Tage von einem Schülerredaktionsteam mit Lehrkraft gestaltet und für alle Klassen ausgestrahlt. Dreimal pro Woche können in der Sporthalle der Georg-Ledebur-Schule alle Kinder und Jugendlichen des Stadtteils Sport treiben, reden und vieles mehr. Sozialpädagogen und Basketballtrainer begleiten das Projekt Basketball. Das Projekt wird getragen von ISO Bamberg, der Dirk-Nowitzki-Stiftung, der ING DIBA und der Stadt Nürnberg. Auf dem Schulgelände in der Zugspitzstraße entsteht bis 2021 ein städtischer Kindergarten mit 75 Betreuungsplätzen. In der Bauernfeindstraße entsteht ein Hort mit 125 Betreuungsplätzen. Die Fertigstellung ist bis September 2019 vorgesehen. Die Musikschule Nürnberg ist Teil der außerschulischen Bildungsangebote der Stadt Nürnberg. Über 5000 Schülerinnen und Schüler jeden Alters erhalten Unterricht in beinahe allen Instrumenten oder erfahren eine Ausbildung ihrer Stimme. Da die Musikschule ihre Unterrichtsangebote über das Stadtgebiet verteilt, sind die Angebote an den verschiedenen Standorten unterschiedlich. In der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Grundschule in der Bauernfeinstraße gibt es Unterrichtsangebote für Klavier und Gitarre. Im Sommer 2019 produzieren professionelle Künstlerinnen und Künstler großformatige Wandmalereien in Langwasser. Beim Langwasser Urban Art Festival im Sommer 2020 werden sie mit einem bunten Begleitprogramm präsentiert. Durch ein buntes Langwasser soll die Lebensqualität der Menschen im Stadtteil gesteigert werden. Initiiert wird das Projekt vom Gemeinschaftshaus Langwasser, das eng mit dem AK Street Art Langwasser und dem Franken Center zusammenarbeitet. Das Seniorennetzwerk Langwasser wirkt zusammen, um älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt in der gewohnten Umgebung zu leben.
So gibt es beispielsweise eine Kooperation mit der Beratungsstelle Ruhepunkt des Krisendienstes Mittelfranken. Bei der Stadtteilbegehung könnten Barrieren identifiziert und an zuständige Stellen weitergegeben werden. Kostenlose und neutrale Beratung und Information zu allen Fragen rund ums Alter erhalten Sie bei der Anlaufstelle des Seniorennetzwerks im Grete-Eppelein-Haus, Glogauer Straße 25. Ihre Ansprechpartnerin dort ist Angelika Schübel. Sie ist telefonisch erreichbar unter 0911 239 56 845. Nürnberg bewirbt sich als europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2025. Die drei Themen Embracing Humanity, Menschlichkeit als Maß, Exploring Reality, Welt als Aufgabe und Evolving Community, Miteinander als Ziel, spiegeln Nürnbergs Vision für die Kulturhauptstadt wider. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Künstlerinnen und Künstlern, Kulturschaffenden und Gästen aus der ganzen Welt möchte die Stadt ein unvergessliches Jahr gestalten, von dem Nürnberg und die Metropolregion nachhaltig profitieren und das ganze Europa begeistert. Die gesamte Stadtgesellschaft wird dabei einbezogen und es ist wichtig, auch Impulse aus den Stadtteilen aufzunehmen. Denn die Kulturhauptstadt 2025 soll zu uns passen und der Bewerbungsprozess ist eine Chance, gemeinsam die Zukunft Nürnbergs zu gestalten. Weitere Informationen unter www.n2025.de. Ein besonderes Angebot für den Stadtteil bietet nach wie vor auch die Polizei. Bei den Polizeiinspektionen werden Stadtteilbeamte eingesetzt. Sie dienen jedem Bürger als Ansprechpartner und stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Für den Stadtteil Langwasser sind die Beamten der Polizeiinspektion Süd zuständig. Sie erreichen dort ihre Stadtteilbeamten unter der Telefonnummer 94 82 115. Wir hoffen nun, dass aus der heutigen Bürgerversammlung von Ihnen weitere wichtige Anregungen kommen, um die Entwicklung der Stadtteile im Bürgerversammlungsbereich zu stärken. Diese Präsentation ist auch auf unserer Internetseite www.bürgerversammlungnürnberg.de sowie auf YouTube unter NBG Bürger zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.